Hallo, ich möchte euch in diesem Tutorial das Online-Studienkonto der FH Erfurt etwas näher bringen. Im Online-Studienkonto könnt ihr zum Beispiel eure Notenspiegel online aufrufen und ausdrucken. Allgemeine Studienbescheinigung und die für das BAföG-Amt benötigte Studienbescheinigung erstellen und drucken. Prüfungsan- und Abmeldungen vornehmen. Ihr könnt euch auch ein Datenkontrollblatt und eine Übersicht über euren bisherigen Studienverlauf anzeigen lassen, sowie den Modulkatalog einsehen. Wie findet ihr das Studienkonto? Geht dazu auf die Webseite der FH Erfurt. Unter dem Punkt Studierende findet ihr den Punkt Online Services und dann seht ihr hier den Link zum Studienkonto. Auf der Login-Seite gebt ihr einfach euren Hochschulaccount und euer Passwort ein und klickt auf Anmelden. Auf der Startseite seht ihr die Menüleiste mit den drei Punkten Studiumsverwaltung, Prüfungsverwaltung und Modulansicht. Unter Studiumsverwaltung könnt ihr Studienbescheinigungen und die Studierendendaten aufrufen. Unter Studienbescheinigungen kann die allgemeine Studienbescheinigung, die Bescheinigung für das BAföG-Amt sowie das Datenkontrollblatt aufgerufen und als PDF heruntergeladen werden. Als Beispiel seht ihr hier das PDF der Studienbescheinigung mit euren persönlichen Daten und Informationen, wie zum Beispiel in welchem Semester ihr euch befindet und welchen Studiengang ihr besucht. Unter dem Punkt Studienverlauf kann der bisherige Verlauf eures Studiums aufgerufen und als PDF heruntergeladen werden. Ihr seht hier eure persönlichen Daten und könnt unter PDF drucken einfach das Dokument ausdrucken. Kommen wir zum nächsten Punkt, Prüfungsverwaltung. Unter dem Punkt Prüfungsverwaltung könnt ihr euch für die Prüfungen an- bzw. abmelden. Zudem könnt ihr eine Liste der bisher angemeldeten Prüfungen und einen Notenspiegel aufrufen. Bitte beachtet, dass ihr Prüfungsan- bzw. Abmeldungen bitte aus dem Inland und über einen Desktop-Computer nicht über das Handy vornehmt, da es ansonsten zu technischen Problemen kommen kann. Klicken wir auf Prüfungsan- und Abmeldung, kommt folgendes Fenster. Beachtet hierbei, erst wenn ihr das Häkchen Ich akzeptiere gesetzt habt, könnt ihr durch Klicken auf den Weiter-Button mit der Prüfungsan- bzw. Abmeldung fortfahren. Bitte beachtet außerdem, die Anmeldung zur Wiederholung nicht bestandener Prüfungsleistungen oder aufgrund von Krankheit nicht teilgenommener erfolgen automatisch und können nicht abgemeldet werden. Hast du die Hinweise gelesen und akzeptiert, kommst du auf folgende Seite. Bitte wähle dann die an- bzw. abzumeldende Prüfung aus. Hier siehst du alle Prüfungen, die in deinem Studiengang belegt werden können. Sobald die Prüfung bestanden ist, steht in grün BE davor. Wenn eine Anmeldung zur Prüfung erfolgt ist, wird dies mit einem An gekennzeichnet. Um dich nun für eine Klausur anzumelden, klickst du einfach auf das Fach und dann auf die Prüfung Anmelden. Die Info über angemeldete Prüfungen solltest du unbedingt nach einer Prüfungsan- bzw. Abmeldung vornehmen, um die Eingabe zu kontrollieren und in einem PDF-Dokument zu sichern. Unter Info über angemeldete Prüfungen können alle für dieses Semester angemeldeten Prüfungen eingesehen werden. Dies kann wieder als PDF heruntergeladen und ausgedruckt werden. Wie eingangs erwähnt, kannst du unter Prüfungsverwaltung auch deinen Notenspiegel aufrufen. Klicke dazu einfach auf Anzeigen, dann öffnet sich folgendes Fenster. In der Notenübersicht wird der derzeitige Durchschnitt dargestellt, sowie die bisher erreichten Credits. In der Legende werden alle verwendeten Kürzel, wie zum Beispiel BE, für bestanden erklärt. Außerdem findest du hier noch Informationen zur Prüfungsordnung. Falls du Fragen hast, wende dich an das zentrale Prüfungsamt. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, Modulansicht. Unter Modulansicht kannst du die Modulbeschreibung aller Studiengänge der FH Erfurt einsehen. Studierst du zum Beispiel im Bachelor, dann klicke hier. Nun kannst du die Modulbeschreibung für deinen Studiengang auswählen und anschauen.
Ich hoffe, du hast einen ersten Einblick ins Studienkonto der FH Erfurt erhalten. Ich wünsche dir gutes Gelingen für dein Studium.